Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche, ja, für ein herbstlich-winterliches Rezept. Ich habe ja in diesem Herbst wirklich die Liebe für den Kürbis entdeckt, also hätte ich den für möglich gehalten und habe mich natürlich dann auf die Suche nach verschiedenen Rezepten begeben und habe da den Spaghetti-Kürbis gefunden, also sagen wir mal in dem Rezept habe ich ihn gefunden, allerdings nicht in Natura. Ich bin jetzt von Geschäft zu Geschäft, ich war gestern sogar an so einem extra Obst- und Gemüsestand, der auch ja, besondere Sachen hat und da meinte er, nee, der wird bei mir überhaupt nicht gefragt, wo ich gesagt habe, aber ist denn keine Saison mehr? Und er, doch, aber das wird bei ihm überhaupt nicht angefragt, deswegen hätte er das nicht. Ja, und nachdem ich jetzt wirklich durch 5 oder 6 Geschäfte durch bin, ja, habe ich mich dafür entschieden, dass ich da umswitche und ich nehme den Butternut Kürbis anstatt den Spaghetti-Kürbis. Also früher beim Kürbisfest in Herscheid, wo ich ja sehr gerne hingegangen bin, da hatten sie Spaghetti-Kürbis, das weiß ich noch ganz genau. Ja, aber dieses Fest wurde leider eingestellt, warum auch immer. Ja, hier den Strom schneide ich jetzt mal ab. Der Backofen ist auch im Hintergrund schon zu hören. Denn dieser Kürbis, der wird erstmal vorgegart, bevor dann die Füllung da reinkommt. Denn es wird ein gefüllter, also man mag es jetzt kaum glauben, ein gefüllter Kürbis, ja eigentlich Spaghetti-Kürbis, in meinem Fall jetzt Butternut. Ich muss schon sagen, dass es ein ordentliches Gemetzel ist. Also eigentlich mache ich ja alles mit diesen Messern, die ja wirklich so super sind. Aber ich glaube, ich brauche hier so Gegendruck auf der anderen Seite. Ah ja, so geht's besser. Ja, also ich habe den bisher noch nie gemacht. Deswegen ist es jetzt für mich auch eine Wundertüte. Aber natürlich, die Kerne kommen auf alle Fälle raus. Und da hier jetzt natürlich nicht sehr viel zu füllen ist, schneide ich mir hier noch was raus, um hier dann auch noch gleich die Fläche zu haben, wo ich dann was reinpacken kann. Und das wird auch nicht weggeschmissen. Das werde ich mir gleich hier zu dem Spinat, also in dem Rezept, man kann es mit frischem Spinat machen. Also ich sag ja, ich kombiniere da irgendwie so ein bisschen 2 Rezepte. Ich werde beide drunter verlinken. Ich habe mich für tiefgefrorenen Spinat entschieden, weil ich ja so ewig nach dem Kürbis gesucht habe und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt, also ich hatte schon mal einmal frischen Spinat mir tatsächlich gekauft und habe dann ja den Kürbis nicht gefunden. Und jetzt dachte ich mir, bevor ich jetzt wieder den Spinat für was anderes dann nutzen muss, ja, also da hatte ich ihn schon für ein anderes Rezept dann verbraucht, nimmst du diesmal mal gefroren. Also das ist schon eine ordentliche Schnitztechnik, muss ich ehrlich sagen. Ich ritze den jetzt auch noch ein bisschen hier ein und beträufel ihn. Also ich nehme mir hier das Öl von, wo ich den Knoblauch und Peperoni eingelegt habe. Und damit beträufel ich den jetzt, damit er nicht zu dröge wird. Und lege ihn aber auf die Seite drauf. So. Ja, damit er zwar gart, aber wie gesagt, oben soll er nicht so trocken werden. Der Backofen ist jetzt vorgeheizt bei 200 Grad Ober-Unterhitze und da wird der jetzt für 40 Minuten erstmal so gegart. Und während nämlich der Kürbis jetzt im Backofen noch ist, werde ich ja, halt auch wieder mit dem Öl erstmal Zwiebeln andünsten und auch schon den Spinat ja, dünsten oder braten. Ich habe den schon richtig doll ausgepresst. Wenn man natürlich frischen nimmt, dann entfällt das. Aber ja, ich will ja nicht, dass es so ja, suppig wird. Also ich denke mal, der gibt trotzdem noch was ab. Das versuche ich dann auch gleich da noch aufzufangen. Ja, ich habe hier eine Zwiebel und eine Schalotte. Einfach weil ich sie noch hatte und die weg mussten. Ja, habe ich ja klein geschnitten. Und dünste die jetzt erstmal an und ich gebe auch direkt den Knoblauch, Peperoni, ja, müsste natürlich nicht sein mit dem Peperoni, aber ja, ist ja noch von dieser Einlegaktion hier und dann nehme ich auch, ach, sind wir heute mal ganz verrückt, bei mir ist nämlich Freitag, da kommt es nicht so drauf an,
Und da habe ich jetzt 4 Teelöffel genommen. Und ihr könnt natürlich so viel Knoblauch nehmen, wie euch da lieb ist. Oder ihn natürlich auch weglassen. Und ich finde, es ist aber auch ein Rezept, was man gut vorbereiten kann. Denn man könnte jetzt erstmal den Kürbis vorgaren, ihn dann füllen und dann ihn einfach erst in den Backofen schieben, wenn der Besuch schon da ist. Sowas finde ich ja auch immer gut. Die sind jetzt glasig gedünstet und da packe ich mir jetzt den Spinat dabei. Im Originalrezept steht 200 Gramm, aber bei mir ist das mehr. Das waren bestimmt 400 Gramm. Naja, und die Reste des Kürbis, also was ich da rausgeschnitzt habe, das habe ich auch noch direkt mit beigepackt. Und das salze und pfeffer ich auch schon. Wobei ich das hinterher auch nochmal abschmecke. Und dadurch, dass ich den Spinat wirklich so gut ausgedrückt habe, gibt der kaum Flüssigkeit ab. Also da brauche ich jetzt nichts abkippen gleich noch. Und ja, das hat sich gelohnt, dass ich mir so kalte Hände geholt habe, als der noch so halb gefroren war, wie ich den ausgedrückt habe. Also ich habe das vielleicht 10 Minuten jetzt angebraten. Ich finde das trocken genug auf alle Fälle. Also da brauche ich jetzt nicht nochmal was abgießen. Bei mir kommt jetzt direkt der Frischkäse dabei. Also das muss natürlich nicht der sein. Hätte ich jetzt nicht gerade den gehabt, der auch noch gerade abläuft oder schon bereits abgelaufen ist. Aber ich bin da ja wirklich überhaupt nicht empfindlich. Dann hätte ich auch einen ganz normalen Frischkäse genommen. Also ohne jetzt eine Geschmacksrichtung, sag ich mal. Und jetzt wird es mal schön vermischt. Das dadurch bekommt es natürlich dann auch gleich so eine Bindung, dass es nicht so leicht runterfällt von dem Kürbis. Und ich gebe jetzt noch einen Schafskäse, also Feta, dazu. So, das wird nur kurz durchgemengt. Und die Kürbisse, die sind nämlich gleich fertig. Ich glaube, noch 2 Minuten. Die quietschen schon richtig im Backofen. Also ich glaube, die sind wirklich gleich schon mal angegart. Aber das wird ja jetzt gleich auch noch mal eine halbe Stunde überbacken. Also ich werde jetzt mal gleich reinstechen und gucken, wie gar er jetzt nach 40 Minuten schon ist. Und ja, danach werde ich jetzt mal gucken, wie lange ich ihn einstelle, dann noch mal zum Überbacken. Ah, da ist er gerade fertig. Ah, da kann man hören, wie brodelnd der ist. Und ich werde natürlich jetzt auch probieren, wie weit der schon gegart ist. Aber das sieht schon wirklich, der ist auch wirklich nicht dröge geworden mit dem Öl, das war gut. Ja, ach, wenn ich da jetzt reinsteche, dann ist der schon, naja, sagen wir mal fast gar. Och, und das macht mich jetzt schon echt an, ja. Also, ich glaube, das wird mir schmecken. Also, wenn der Geschmack ist, Butternut-Kürbis dementsprechend ist, dann glaube ich, kann da eigentlich nichts mehr schief gehen. Und das ist schon eine ordentliche Menge gut. Also ich glaube, da esse ich wohl mindestens 2 Tage dran. Und da es ja noch nicht genug des Guten ist, packe ich da jetzt auch noch ein bisschen Cheddar-Käse drauf. Ja, ich sag ja, vegan ist das heute leider auch wieder nicht. Und das packe ich jetzt nochmal für 30 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze und dann ist der auch hundertprozentig durch. Ich habe es jetzt nach der halben Stunde rausgenommen und bin mir auch sicher, dass das gut, ja, wenn ich da reinpieke, das ist gut gegart. Ja, jetzt muss man zusehen, dass ich das unfallfrei auch auf den Teller bekomme. Und jetzt gibt es natürlich auch noch die Geschmacksprobe. Ja, also ich werde das aus der Schale rauslöffeln. Ich weiß gar nicht, ob man die Schale mitessen kann. Aber das ist ganz einfach so reinzustechen. Und ja, dann hat man sowohl hier von dem Kürbis, auch von dem Belag. Und ja, jetzt werde ich mir schnell nochmal in den Mund verbrennen. Mmh, oi, oi, das ist ja wirklich lecker. Mmh. Also, so viel zu, naja, ich mag ja Kürbis nur als Suppe.
Und ja, bisher habe ich mich ja wirklich an diesen Butternut nicht dran getraut, aber der ist auch wirklich toll. Ich weiß nicht, wie hätte es jetzt mit dem Spaghetti-Kürbis geschmeckt, aber auf alle Fälle schmeckt es mit dem Kürbis auch sehr gut. Und puh, ich glaube, da werde ich wahrscheinlich 3 oder 4 Tage dran essen, auch wenn ich verfressen bin. Ja, das kann man ja auch einfach nochmal im Backofen oder auch in der Mikrowelle nochmal warm machen. Dann zerläuft das auch wieder schön und die Hälfte packe ich mir gleich in den Kühlschrank schon. Und ja, die nächsten Tage sind gesichert. Ja, dann viel Spaß beim Nachmachen. Wagt es einfach mal. Ich weiß, gerade Sabine schreibt mir auch gerne, ja, ich mag keinen Kürbis. Aber probier es einfach mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.